Hugo Quadrer, ihr habt heute 13. Sportseminar gehabt. Was habt ihr da genau besprochen? Ja, wir haben das Thema gewählt, weil ja Liechtenstein-Marketing neu aufgestellt wird. Es ist operativ tätig seit Anfang dieses Jahres und in dem Jahr vor der Sommerpause wird auch noch der Verwaltungsrat bestellt worden. Und wir haben die Chance genutzt, um auch dem interimistischen Geschäftsführer, Peter Sparber, darzulegen, was für eine Chance der Sport bietet, gerade in der Vermarktung von einem Land. Und der Peter Sparber hat uns in einem ersten Teil einmal dargestellt, wie Liechtenstein-Marketing aufgebaut ist, wie strukturiert ist, was die Aufgaben und Ziele sind. Und wir haben nachher in einer sehr guten Diskussion miteinander herausgefunden, dass wir unbedingt auf Sport setzen müssen, dass der Sport unbedingt in dieser Konstruktion dabei sein muss, weil er extrem viel positive Emotionen mitbringt, weil er sehr viel positive Effekte mitbringt und ein sehr positiver Imageträger ist für unser Land. Und deshalb dürfen wir die Chance nicht verpassen, dass wir uns da wirklich auch konkret einbringen können. Zum Sport gehört auch der Liechtensteiner Fußball. Wir wollen mal an, es ist ja jetzt momentan ein ziemlicher Schritt drum. Ist da auch eine Diskussion gewesen heute beim Sportseminar, was zum Beispiel heute Nacht passiert ist? Nein, der Fußballverband ist heute kein Thema gesehen im Sportseminar. Wir hätten da Zeit nicht dazu. Sie haben ja gesehen, der Sport ist der beste, einer der besten Imageträger, die es im Land gibt. Wie kann man das nach außen am besten verkaufen? Ja, nach außen verkaufen dementsprechend. Wir nennen das wahr, wenn wir im Ausland draußen sind. Ich meine, wir sind überall, werden wir darauf angesprochen. Und die Reaktionen, die wir wieder überall überkommen, auf der ganzen Welt, das ist einfach phänomenal. Was steht denn demnächst an in dem Thema? In dem Thema steht jetzt an, dass auf der einen Seite der Regierungsrat Hugo Quadrer und auf der anderen Seite oder der Geschäftsführer Peter Sparber das aufgenommen haben heute, sehr positiv eingestellt sind dafür, dass wirklich ein Verwaltungsrat drin sein muss und sie möchten jetzt das weitertragen und dementsprechend auch vertreten und wir sind sehr gespannt drauf und sind auch dankbar, dass wir heute Chance bekommen haben, dass wir früh dabei sein konnten, nicht dass nachher der Zug wieder abgefahren ist.